So, dann gehen wir hinter dem Grab. Erstmal weiter. Machen wir auch noch mehr Gute. Oh, Potion of Healing. Unsere aktuelle Potion of Healing zu ersetzen, die, also die, die wir verbraucht haben. Okay, viele Gegner. Dann mal gucken, wer hier hinten noch auf mich geschossen hat. Tu da. Das war das Grab, was wir von da. Also der Sarkophag, den wir von der anderen Seite gesehen haben. Und damit haben wir das eigentliche Level 3 abgeschlossen. Jetzt kommt das Unschöne von Level 3. Und ja, das ist auch der Grund, warum es nur entweder den Brunnen oder Leoriks Grab geben kann. Weil beide Sachen auf Ebene 3 werden ein bisschen zu vieles. The warmth of life has entered my tomb. Prepare yourself, mortal, to serve my master for eternity. Ja, Leoric töten. Merkt schon, Leoric hat eine Skeletthorde. Oh, Quilted Armor. Wir haben aber natürlich keine Scroll of Identify. Dafür haben wir da einen Hebel. Der hier aufmacht. Und auf der anderen Seite hätten wir noch einen Hebel. Einen versteckten Schatz. Skullcap und ein Claymore. Hm. Sagen wir so, alles, was uns hilft. Gegen Leoric sollten wir auch nutzen. Hello, my friend. Stay a while and listen. So, Skullcap Thinking. Das
Spells are increased 2 levels. Resist all. Alter Durability. Hat nur ein Durability. Du hast aber auf jeden Fall. Oh. Ja, wenn wir dich hinpacken, dann können wir halt das Ding nicht mehr benutzen. Dexterity, also den Stab nicht mehr benutzen. Wir sollten also wirklich gucken, dass wir Magic ein bisschen höher packen. Wow, what can I do for you? So. Sword of Skill kann weg. Strong Orb of the Sky. Wow, what can I do for you? Also ja, erst einmal Claymore weg. Gucken wir mal kurz, was unser Progresswort sagt. Wow, what can I do for you? Ring of Might, boah, der wäre cool, aber ist viel zu teuer. So, der sagt, dass die Armor scheiße ist, weil sie verflucht ist und ich nicht richtig gelesen habe. Danke. Wow, what can I do for you? Stäbe brauchen wir nicht unbedingt chargen. Er reparieren. Und ja, was ich mit der Cap anstelle, keine Ahnung. Mal hier absetzen. Speichern und wieder hier. The warmth of life has entered my tomb. Prepare yourself, mortal, to serve my master for eternity. Ja, das hatten wir eigentlich gerade schon mal, Leoric. Okay. Da kommen die Gegner. Und da habe ich Leoric gesehen. Okay, da ist er. Und ja, er beschwört Skelette. What ails you, my friend? So. Dürfte hoffentlich reichen. I cannot cast that here. The warmth of life has entered my tomb. Prepare yourself, mortal, to serve my master for eternity. Okay,
Okay, Leoric ist stark, wie man sieht. Oder weckt immer mehr Untote zu leben. What ails you, my friend? Oh, mehr Healing Potions. Und wir benutzen mal so einen neuen Arm of Accuracy. Um unsere Hitchance etwas zu erhöhen. Prepare yourself, mortal. To serve my master for eternity. Schön, dass er immer wieder neues Viehzeug beschwört und so. Dass das Viehzeug auch. Dass das Viehzeug auch Geld droppt. Und Erfahrungspunkte gibt und so. I do not have a spell ready. Ihn selber tot zu kriegen, wäre auch schön. Vor allem, er macht meine Ausrüstung kaputt. Ich habe nicht mal ansatzweise Ahnung, ob wir genug Damage bei ihm machen. Wow, what can I do for you? What ails you, my friend? Ausreichend Tränke. Ja, 5 Charges haben wir noch. Und wir hängen immer noch an Leoric. The warmth of life has entered my tomb. Prepare yourself. To serve my master for eternity. ja,
einer der schwierigsten Kämpfe im Spiel zu schaffen. Das ignorieren die Eurik einfach mal und gucken uns oben um. Okay, hier oben ist sehr viel los. Okay, jetzt ist hier unten sehr viel los. Er trifft uns auch sehr gut. Und ja, Heiltränke jetzt kaufen ist nicht so. What ails you, my friend? Das Problem ist eher, irgendwann unser Zeug reparieren zu können. Warmth of life has entered my tomb. Prepare yourself, mortal, to serve my master for eternity. I do not have a spell ready. Und ja, immer mehr. Not enough mana. Okay.
Hey!